NATO will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von www.spacelifecast.de. Heute Abend bin ich alleine. Der Thomas, der sonst wie immer eigentlich an dieser Stelle mit dabei ist, der ist zurzeit im Urlaub, wird allerdings beim nächsten Event, was wir schon am Wochenende wieder übertragen werden, sogar an beiden Tagen Samstag und Sonntag mit dabei sein. Und bevor wir auf die Mission heute nochmal genau eingehen, noch eine kleine Vorschau zu dem, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Ja, da findet nämlich das sogenannte Space-Up statt, eine sogenannte Unkonferenz. Das bedeutet, dass es keinen Terminplan vorab gibt. Es werden aber viele da sein, die dort die Vorträge halten werden. Auch Astronauten werden da vor Ort sein und das werden wir für euch live übertragen. So, jetzt aber definitiv zum Start, der jetzt ansteht, beziehungsweise bald, nämlich um genau 18.28 Uhr und 40 Sekunden, soll die Soyuz ST-21A, so ist die Version, abheben. Mit an Bord ist der europäische Wettersatellit Meteor B. Meteor B ist ein Satellit für die Wetteraufzeichnung. Das heißt, damit sind diverse Instrumente an Bord, die dafür da sind, die verschiedensten Dinge auf der Erdoberfläche zu messen, um daraus dann später den Wetterbericht generieren zu können. Und was da genau für Instrumente und so weiter an Bord sind, schauen wir uns in einer kurzen Animation mal an. We'll be right back.
So, ihr habt ja gerade schon gesehen, da sind eine ganze Menge Instrumente mit an Bord, die dafür verantwortlich sind, einen Großteil der Daten zu liefern, die wir für die europäische, ja sogar weltweite Wettervorhersage benötigen. Der Satellit wird in einen polaren Orbit eingeschossen, was bedeutet, dass man startet eben nicht mit der Erddrehung mit, wie das öfters der Fall ist. Also man fliegt nicht jetzt sozusagen direkt am Äquator parallel dazu oder auch in einer leichten Inklination, sondern man fliegt wirklich senkrecht nach oben. Man überfliegt eben sämtliche Pole, Nordpol und Südpol ständig. Das können wir uns ja mal in einer kurzen Animation angucken. Die Erde dreht sich dann, sobald der Satellit in Bord ist, unter der Bahn des Satelliten durch. Und dadurch kann sie dann, dieser Satellit, mit dem Laufe der Zeit, mit jeder Umdrehung um die Erde, der so ungefähr 90 Minuten andauert, immer mehr Schichten abnehmen und insgesamt so zweimal am Tag ein Bild von der gesamten Erde dann liefern mit allen möglichen Daten, die für die Wettervorhersage dann genutzt werden können. So sieht dann eben die Bahn für den Rest des Lebens von Meteor B aus. Ja, Meteor B ist ein baugleicher Satellit, so gut wie von Meteor A, der schon seit einigen Jahren jetzt im Orbit ist und unter anderem aus Redundanzgründen jetzt mit gestartet wird, denn die Lebenszeit von Meteor A, der schon im Orbit kursiert, die ist eigentlich schon abgelaufen und deswegen möchte man auf keinen Fall einen Datenverlust riskieren. Also man würde da erheblich viele Daten verlieren, die für die Wettervorhersage von Bedeutung sind und deswegen startet man den jetzt, möchte Meteor A und B dann noch weiter zusammen betreiben. Gut, wir haben heute auch noch ein Interview mit einem Mitarbeiter von EUMETSAT für euch, aber vorher schauen wir uns nochmal ganz kurz in einer Startanimation an, wie denn die Rakete schlussendlich ihren Orbit erreichen soll. Ja, an einer Soyuz 2 wird MetOp gestartet. In einer Höhe von knapp 170 Kilometer wird die erste Stufe dann abgeworfen. Also die zweite Stufe ist das dann, die sogenannten Booster an der Seite werden noch eher abgesprengt. Ja, nach knapp 8 Minuten ist dann die Oberstufe auch ausgebrannt und wird dann die Fregatte, die dann noch am Satellit rankebt, das ist noch eine Oberstufe, die letzte sozusagen. Und die brennt dann ungefähr einen ganzen Orbit lang, also eine Stunde dann, um die dann eben in einen Orbit zu bringen von zwischen 800 und 850 Kilometern. Danach richtet sich der Satellit automatisch aus, um in der richtigen Position zu sein, um seine, nicht Solarzellen, es ist eine riesen Solarfläche, die da ausgeklappt wird. Erst da oben drauf, wird dann zur Seite weggeklappt, 120 Grad. Und dann wird die vordere Platte ausgeklappt, seitlich gedreht, ihr seht schon, das ist ein bisschen komplizierter. Und dann wird die gesamte Fläche dann eben ausgefaltet und das muss auf jeden Fall klappen. Ohne Strom gibt es keinerlei Möglichkeiten, mit dem Satelliten weiter in Verbindung zu treten. Und in Verbindung zu treten ist auch eine der nächsten Sachen, die dann gemacht werden, nämlich da werden natürlich die entsprechenden Antennen dann ausgeklappt. Das ist zum Beispiel eine Antenne, die dafür verantwortlich ist, also für die Radarmessung von der Oberfläche, um Windgeschwindigkeiten auf der Meeresoberfläche messen zu können. Das ist so ein Dreieck, was man da hat. Und auch das wird noch ausgeklappt, bevor der Satellit dann endgültig übergeben wird an EUMETSAT, der das Ganze betreibt. Gut, Rakete ist völlig betankt auf dem Startpad in Kasachstan, in Baikonur, am russischen Startgelände. Und die beiden Arme sind schon zur Seite weggeklappt. Hier links sieht man noch so einen und hier rechts, die waren vorher an der Rakete dran. Weitere Zugangsarme sind noch dran. Und ja, es ist bereits dort dunkel, befindet sich natürlich weiter im Osten und da geht die Sonne bekanntlich nun mal ein Stück deutlich eher unter. Dafür auch eher auf, das ist klar. Gut, und jetzt werden wir mal kurz in das Interview hineingehen. Da war der Thomas ja auch noch mit dabei. Das zeige ich dann. Das wird vielleicht ein bisschen knapp werden. Vielleicht schaffen wir es noch komplett vorm Start. Den Start wollen wir natürlich auch nicht verpassen. Da werde ich auf jeden Fall vorher abbrechen. Aber ich denke, es könnte noch genau hinhauen, dass wir rechtzeitig zum Start wieder da sind. Die Bilder lasse ich laufen und im Hintergrund das Interview jetzt. Herzlich willkommen, Nitro. Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier bei uns zu sein. Was wir von dir wissen, ist, dass du im Rahmen der MetOp-Mission zu tun hast. Was ist das denn Schönes? Was machst du da? Ja, der MetOp-Satellit, in diesem Fall MetOp B, ist einer von mehreren Wettersatelliten, die von der EUMETSAT in Darmstadt betrieben werden. Die EUMETSAT ist die
europäische Organisation zum Betrieb von Wettersatelliten. Das heißt, wir überwachen und steuern alle europäischen Wettersatelliten. Und das geht darüber hinaus. Das heißt, wir machen auch die Datenverarbeitung und auch die Endverteilung an die Nutzer dieser Daten. In diesem Prinzip also die verschiedenen Wetterorganisationen. Was wir nicht machen, ist die Wettervorhersagen, was oft viele Leute denken, die von uns hören. Dafür sind dann wirklich die nationalen Wetterdienste dann direkt zuständig. Also wir stellen nur die Daten zur Verfügung, die Server, die dann die ganzen numerischen Berechnungen durchführen, um unsere Wettervorhersagen dann wirklich auszuführen. Das machen wirklich die Wetterdienste direkt. Also, wie wichtig ist denn jetzt die MetOp-Flotte für die Generierung des Wetterberichts in Deutschland? Also ist das der einzige Satellit, der da benutzt wird, oder was wird da noch alles benutzt und wer möchte diese Daten alle haben eigentlich? Man muss unterscheiden, es gibt einerseits die MetOp-Satelliten und dann gibt es noch die Meteosat-Satelliten, die wir betreiben. Die Meteosat sind geostationäre Satelliten, das heißt, wie sicherlich einige Hörer wissen, Satelliten, die von der Erde aus an einem Punkt am Himmel stehen, in 36.000 Kilometern Höhe. Und die MetOp sind polar fliegende Satelliten auf niedrigen Erdumlaufbahnen. Die Meteosat-Satelliten sind eher für die Nahzeit- oder Kurzzeitvorhersage zu gebrauchen, wohingegen METOP eher praktisch anzuwenden ist für die Langzeitwettervorhersagen. Das heißt also, alles, was so über die nächsten 3 Tage hinausgeht, bis hin zu meinetwegen 10 Tagen. METOP unterstützt natürlich auch die Wettervorhersage der nächsten Tage. Da liegt der Prozentsatz aber relativ gering. Also wenn man das irgendwie Prozente aufteilen kann, wie stark der Einfluss von MetOp ist, dann sind wir in den nächsten 3 Tagen liegt der so ungefähr zwischen 4 und 8%. Also das ist nicht wirklich viel. Hingegen, was die Langzeitvorhersagen angeht, da macht in Europa MetOp etwa 25% der Daten aus. Die restlichen Daten gehen dann auf Satelliten von anderen Nationen, wie zum Beispiel Amerika, China, Russland. Und dann kommen mit auch einem relativ großen Anteil Flugzeuge, Wetterballons und ähnliches. Man muss natürlich, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, die Meteosat-Satelliten, also die geostationären, die arbeiten lediglich hauptsächlich im visuellen Bereich, ein bisschen noch im Infraroten. METOP ist da wesentlich vielseitiger. Also wir haben 13 verschiedene Instrumente an Bord, die in allen möglichen Bereichen des Lichts arbeiten. Das geht von visuell Infrarot in mehreren Kanälen bis hin zu Instrumenten, die im Mikrowellenbereich arbeiten, Radarinstrumente. Teilweise werden von uns auch die GPS-Signale von GPS-Satelliten als Messquelle verwendet. Also da kommt schon einiges zusammen. Also es geht bei METOP nicht nur rein um die Wettervorhersage, sondern auch um die, was man allgemeinhin als Erdbeobachtung bezeichnet, also auch Umwelteinflüsse. Wir messen Ozonwerte, wir messen weitere Spurengase in der Atmosphäre, wir messen die Temperatur, die Luftdichte. Also für Klimamodelle liefert er da sozusagen dann auch Daten, was dann in den Großrechnern da durchgejagt wird, mit dem man dann wirklich auch große Klimamodelle dann für die Zukunft erstellen kann. Dafür generiert er sozusagen auch noch mit Daten. Ja, vielseitige Anwendung. Also ich weiß zum Beispiel relativ viele Zugriffe auf unsere Daten. Das hat damals fast unsere Server gesprengt. Hatten wir zum Beispiel, als damals auf Island dieser Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen ausgebrochen ist, um eben die Daten über die Verteilung der Aschewolke in der Atmosphäre zu bekommen. Was ja damals speziell für den Flugverkehr relativ wichtig war. Was speziell ist deine Aufgabe in dieser Mission? Was kannst du uns darüber erzählen? Also ich bin als Analyst tätig im operationellen Team. Das heißt also, ich bin direkt im Team eingegliedert, was vom Kontrollraum aus den Satelliten überwacht. Als Analyst speziell bin ich so ein bisschen das Sprachrohr zwischen den Satellitencontrollern, die den Satelliten jetzt direkt an den Konsolen überwachen und steuern, und den Ingenieuren, die für
die Prozeduren, die Kommandos zuständig sind. Das heißt also, man braucht einen Analysten, der so ein bisschen das Technische der Ingenieure mit dem Operationellen der Controller im Einklang bringt. Also wir sind so ein bisschen die Botschafter, die Koordinatoren, jemand, der so ein bisschen versucht, den Überblick über allem zu behalten. Ja, und du sagtest ja auch, also deswegen zeichnen wir das auf. Du bist am Starttag völlig eingebunden. Wieso das? Wenn ich richtig verstanden habe, wird doch der Satellit erst später an euch übergeben. Das ist richtig. Der Satellit wird die ersten Tage direkt nach dem Start noch von der ESOC, dem Europäischen Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt, gesteuert und wird dann erst am Donnerstagabend an uns übergeben werden. Wir werden aber schon direkt nach dem Start uns mit auch selbst mit den Bodenstationen ESOC verbinden. Wir werden keine Kommandos schicken, das übernimmt alles die ESA, aber wir werden die Telemetriedaten des Satelliten bekommen. Wir werden auch mit unseren eigenen Bodenstationen den Satelliten verfolgen und Telemetrie bekommen, weil wir wollen ja auch wissen, was da oben los ist, wie es unserem Satellit geht, auch wenn er offiziell zu dem Zeitpunkt noch nicht uns gehört. Und was könnt ihr da vorher ab alles zu so simulieren? Also ihr bekommt den Satelliten dann irgendwann überreicht und dann schickt ihr der wahrscheinlich nicht zum ersten Mal Daten ran, sondern seid ihr da vielleicht schon mal vorab mit Computern dran gewesen? Habt ihr die gesamte Software als Simulator auf Rechnern jetzt, um vorab das schon mal alles durchzutesten? Oder ist das das gleiche wie bei MetOp-A? Oder gibt es da Unterschiede? Bisschen was von all dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich. Also, wir haben den Satelliten selbst, mit dem hatten wir erst ein einziges Mal Kontakt vor etwa so ein Dreivierteljahr. Da haben wir einen Test gemacht, wo wir uns direkt mit dem Satelliten selbst verbunden haben. Also, unser Kontrollsystem sich mit dem Satelliten verbunden hat über Telemetrie und Telekommandos, als er sich noch im Rheinraum befunden hat. Und da schon mal innerhalb von einer Woche unsere ganzen Prozeduren, die wir jetzt dann auch in den nächsten Wochen nach dem Start anwenden werden, auszutesten, um zu sehen, dass unser System auch kompatibel mit dem Satelliten ist, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nebenbei haben wir auch einen Simulator, der den Satelliten verhältnismäßig gut simuliert, unter der Ansichtnahme, dass so ein Satellit ja relativ komplex ist. Mit dem haben wir dann natürlich unsere ganzen Tests gemacht, unsere Rehearsals, wie wir das nennen. Also das sind so eine Art Trockenübungen, wo man wirklich über Tage hinweg verschiedene Szenarien durchspielt, Manöver, was alles schief gehen kann, alles, was man sich ausdenken kann, was passieren könnte, was man testen müsste, was man schon mal gemacht haben müsste. Und gleichzeitig haben wir auch, hat zumindest die ESOC auch MetOp-A als, sag ich mal, als Stand-in, also als Ersatz für MetOp-E benutzt, um auch das Bodenstationsnetz in den letzten Monaten zu testen, Und um dann eben das Zusammenspiel der einzelnen Bodenstationen jetzt direkt nach dem Start zu proben und zu testen. wie Das gleich ist der jetzt zu MetOp-A? Also was sind da Unterschiede? Es gibt so gut wie überhaupt keine Unterschiede zwischen MetOp-A und MetOp-E. Die sind nahezu baugleich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo hier und da noch ein bisschen die Instrumente noch ein bisschen mehr gegen die Einflüsse, Strahleneinflüsse des Weltalls geschützt wurden, wo man bei MetOp-A in den letzten 6 Jahren, die er ja mittlerweile schon alles gemerkt hat, dass man da noch ein bisschen den Schutz verbessern sollte. Aber ansonsten, was die Leistung des Satelliten angeht, die Instrumente, sind die absolut baugleich. Und das wird auch bei MetOp-C, den wir dann hoffentlich in 5, 6 Jahren starten werden, nicht viel anders sein. Da wird sogar ein paar weniger Instrumente auf dem Satelliten mitfliegen, die bis zu dem Zeitpunkt dann schon absolut alte Schinken sind, die eigentlich jetzt schon alte Schinken sind, aber bei MetOp-C ist es dann wirklich, dann ist keiner mehr an den Daten dieser ein, zwei Instrumente interessiert. Die fliegen jetzt auch eher zum Zeitpunkt eher mehr als Zusatz mit. Wir haben Instrumente an Bord, die gleichen Aufgaben erfüllen, aber wesentlich besser sind. Und diese etwas veralteten, sind eher so eine Art Backup.
Du sprachst an, dass ihr die, also dass die Instrumente selber noch ein bisschen stärker abgeschirmt worden sind. Wir erwarten ja 2012, also eigentlich schon Mitte 2013, jetzt das Sonnenfleckenmaximum, stärkere Sonnenaktivität. Was stellt ihr euch als Satellitenbetreiber denn da so vor? Was für Maßnahmen ergreift ihr da? Welche Befürchtungen habt ihr da oder habt ihr da keine? Befürchtungen, sage ich mal, jetzt eher weniger, klar. Aber wir haben in den letzten Monaten schon einige Sonnenstürme erlebt. Es ist ja auch teilweise durch die Medien gegangen. Bisher war noch nicht so heftig, als dass wir uns hätten Sorgen machen müssen. Sollte wirklich mal noch um einige Größenordnung stärkerer Sonnenwind kommen, gäbe es natürlich die Möglichkeit, einzelne Systeme auf dem Satelliten auszuschalten, um diese dann auch, um die Elektronik dann auch zu schützen. Das hat man auch bei der ESOC in der Vergangenheit meines Wissens nach schon getan für bauähnliche Satelliten, wie zum Beispiel Envisat. Das wäre Maßnahmen, aber bisher sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen müssen, nee, das wäre nötig. Wie lang bleibt der? Also wenn du sagst, Meteor B ist im Prinzip das gleiche von den Instrumenten und die Dinger fliegen jetzt parallel um, da würde man ja sagen, das ist ja völliger, warum braucht man da zwei parallel? Also wird Arbeit abgeschaltet und wenn ja, was wird mit dem gemacht? Welchen, kommt der in eine Art Friedhofsorbit oder wie, was wird da geplant? Also unser Ziel derzeit ist, Meteor A so lange zu betreiben, bis wir Meteor C in 5, 6 Jahren dann starten. Also wir wollen, so gut es geht, immer zwei Satelliten, zwei Metops gleichzeitig im Orbit haben, über die nächsten Jahre hinweg. Das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, wie sich Metop A in den nächsten Jahren schlagen wird. Metop A war, jeder Metop-Satellit ist auf eine Lebenszeit von mindestens 5 Jahren ausgelegt. Metop A hat diese Zeit jetzt schon um ein Jahr überschritten. Momentan ist Meteor A noch im sehr guten Zustand, also alle Instrumente laufen. Wir sehen keinerlei Alterserscheinungen bisher. Treibstoff ist natürlich immer ein großer Begrenzungsfaktor in der Lebenszeit eines Satelliten. Auch da sehen wir noch, haben wir noch genug Margin, also da ist auch genug Treibstoff an Bord, um den Satelliten noch weitere Jahre zu betreiben. Das hängt natürlich ab, wie viel Manöver wir in den nächsten Jahren fliegen müssen. Eventuell Ausweichmanöver für Weltraumschrott oder ähnliches. Und je nachdem, wie viel Treibstoff wir in den nächsten Jahren dann noch zur Verfügung haben, hat das dann den Einfluss einerseits darauf, wie lange Meteor A oben bleiben wird, hoffentlich bis 2016, 17, bis wir dann den nächsten, den Meteor C dann starten. Und natürlich wird das auch einen Einfluss darauf haben, was mit Meteor A geschehen wird. Ein Deorbit, also ein Wiedereintreten in die Atmosphäre, wird der Treibstoff höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Aber es wird angepeilt, ihn auf einen Friedhofsorbit zu bringen am Ende seiner Lebenszeit. Nitro, das hört sich alles wahnsinnig interessant an. Jetzt haben wir bei uns, bei unseren Zuschauern ja auch sehr, sehr viel Jüngere, die sicherlich der Ehrgeiz gepackt hat, sowas auch mal machen zu wollen, mit Raumfahrt in Berührung zu kommen. Was muss man machen, um halt so eine Mission betreuen zu dürfen, so wie du das machst? Also in erster Linie sollte man natürlich in den technischen Bereich gehen. Ein abgeschlossenes Studium wäre nicht schlecht im naturwissenschaftlichen Bereich. Eine bestimmte Richtung muss man dafür jetzt nicht festlegen. Also wir nehmen alles, was, wie gesagt, in den naturwissenschaftlichen Bereich geht. Wir haben bei uns Leute, die kommen aus dem Informatikbereich, wir haben Physiker, wir haben Maschinenbauer, wir haben Leute, die Raumfahrttechnik studiert haben. Da, wenn jemand ein Diplom in Geschichte hat, ist das natürlich jetzt etwas unpassend. Aber ja, aber ja. Plattentektonik untersucht ihr nicht, ne? Das heißt also, so geschichtlich weit zurück geht ihr jetzt nicht mit euren Missionen, ne? Nee. So, weil, da haben wir noch kein Instrument für. Vielleicht überlegen wir uns das für zukünftige Satelliten. Plattentektonik. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, das müsste die Welt erfahren über den MetOpsat? Ich glaube, wir haben soweit alles abgegrenzt. Im Schnellraum sozusagen, im Schnelldurchgang.
Ja, Nitro, herzlichen Dank auch ja, von mir nochmal. Viel Erfolg und schön, dass du Zeit für uns hattest. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. So, das war doch eine tolle Sache. Auch nochmal nachträglich herzlichen Dank da an den Nitro, dass er uns dafür das Interview da zur Verfügung gestanden hat, der jetzt natürlich auch mit großer Anspannung vor dem Livestream hockt und wahrscheinlich genau das Bild sieht, was wir gerade sehen, nämlich die voll betankte Sojus-Rakete auf dem Startgelände. Und es geht ja im Prinzip auch schon gleich los. Um 18.28 Uhr und 40 Sekunden ist genauer Start. Wenn ihr eure Funkuhren jetzt anschaut, wird es wahrscheinlich eher sogar noch ein paar Sekunden später dann im Stream sein, weil wie immer bei solchen Live-Übertragungen im Internet gibt es dann die ein oder andere Verzögerung. Jetzt sehen wir gerade, wie der einer der Zugangsarme abgibt, durch den ja, die ganze Struktur da noch mit Daten versorgt werden konnte und auch eine Betankung dann auch stattgefunden hat. Die Sojus-Rakete selbst wird angetrieben mit flüssigem Kerosin und flüssig Sauerstoff. Wow, und dann geht's ja doch schon los. Die erste Stufe läuft, das Abheben hat, wie es aussieht, prima funktioniert. Die vier RD-107A-Triebwerke sind gerade voll am Brennen. Zusammen mit noch einem 108A. Da entstehen 4.143 kN an Schub. Die Startmasse von 311 Tonnen. Da hat sich schon einiges an Treibstoff in den Triebwerken verabschiedet. Ja, das nächste Event, was ansteht, ist dann das Absprengen der ersten Stufe, von den Amerikanern auch immer mal gerne Booster genannt. Wo so einige Russland-Experten dann, ja, sich dabei schütteln, das Booster zu nennen. Aber es sind so vier Zusatztanks mit eigenen Triebwerken, die dann bald abgesprengt werden. Das müsste man beim Nachtschalter mal ganz hübsch sehen, wenn dann gleich dann die vier leuchtenden Punkte von der Hauptrakete gleich separieren. Booster. It was the first flame that you saw at 2 minutes after the launch, just after liftoff. So, wir schalten mal rüber auf TV Zenki, damit wir weiterhin das Bild sehen. And the separation of the second stage. So up to now everything is okay. So now the next operation will be the burn of the first stage, so the block E. And this burn will have a duration of 4 minutes, roughly. And after we will separate the nose module. So the nose module is made up on top of the frigate in order to perform a first boost to go to transit orbit. And after we circularize with a second boost to go to a final orbit of METOP. Okay. Now, perhaps because we have prepared a little video also to show us something that we could actually see it, I thought that would be not no longer in sight for us, yeah. this first separation. But here we have the animation. Okay, so this da haben wir jetzt auch hier die Animation. Das wird so eine ganze heiße Stufentrennung dann durchgeführt. Heiße Stufentrennung heißt, dass die Triebwerke von der Stufe zünden, während die erste Stufe, die zweite Stufe noch damit verbunden ist. Das ist nur deswegen möglich, weil da so eine Gitterstruktur an dieser Stelle drumherum ist.
do we have an idea where it's approximately? Das dann so zur Seite herauskommt. On the earth, on the desert, on the kann das ja mal kurz zeigen. And the core stage fall down in the Greenland, sieht man's Greenland Sea. Ganz hübsch. Now, hier sind diese Erststufe, die damit dranhängt, vier Stück. Und hier oben, zwischen diesen beiden Stufen, ist so eine Gitterstruktur zu sehen. Und das ist eben die Stelle, wo die Triebwerksgase da raus können, bis das Triebwerk angelaufen ist. Und dann wird erst die Stufentrennung durchgeführt. Dadurch vermeidet man eben zum Beispiel, dass durch Reststub die untere Stufe dann noch in die Oberstufe hineinknallen kann. Was auch durchaus schon mal vorgekommen ist, zum Beispiel bei einem der ersten Falcon 1 Flüge. Ja, 4 Minuten 46 Sekunden nach dem Start ist die zweite Stufe abgetrennt. Sieht man jetzt auch in der Animation. Ja gut, das ist jetzt erstmal nochmal die Nutzlastverkleidung, die abgetrennt wird. Im Live-Bild selber sieht man auch immer noch einen kleinen weißen Punkt, das ist das Schöne an Nachtstarts. Man sieht mit Kameras am Boden die Rakete extrem lange. Up to now, everything is okay, everything is nominal. Okay, after that second separation, or the second stage, the fairing is jettisoned. Jetzt sieht man dann doch nichts mehr. Man sieht am Startgelände, das ist so relativ typisch für Starts von Baikonur. Innerhalb von Minuten nach dem Start laufen da schon wieder diverse Fachkräfte rum und inspizieren die Startanlage nach dem Start. Is fuel? Yeah. Okay, so it would be quite light without. But we also saw that before the launch, so, das ist jetzt nochmal die Stufentrennung. With the satellite inside, was wrapped in a kind of anorak. That anorak was not launched into orbit. Ist ein bisschen schade, dass in dem Team jetzt nicht der aktuelle Start ist. Ich habe jetzt keine Uhr selber mitlaufen lassen. Ich weiß aber, dass 8 Minuten und 48 Sekunden genau der Start dauern wird, bis der Satellit Metor B zusammen mit der Fregatte-Oberstufe dann ausgesetzt wird. Wenn ich also auf meine Uhr gucke und der Start, der war ja ziemlich pünktlich, sind jetzt 6 Minuten im Flug drin. And how much, because you mentioned earlier that like 80% almost of that is fuel. Now, when the third stage has been ignited and it's burning for almost 4 minutes, ja, wurde gerade gesagt, 80% der Rakete Treibstoff ist, wenn nicht gerade mehr. Das ist immer bei vielen Raketen so, das ist sind fliegende Treibstofffässer. Deswegen hat man auch oft bei fast allen Raketen diese Stufentrennungen, damit man möglichst viel Strukturlast, wenn der Treibstoff sich da drin langsam leert, damit man die Struktur nicht mit hochschleppen muss. Deswegen macht man einfach mehrere Stufen, sodass man immer den Teil, wo der Treibstoff leer ist, dann einfach absprengt und den nicht weiter mit hochtragen muss. Sogar die Nutzlastverkleidung, die da oben mit einem Satelliten dran ist, die dafür da ist, den Satelliten selbst zu schützen vor den aerodynamischen Kräften in den dichteren Schichten der Atmosphäre, wird jetzt nicht mehr benötigt und wird dann auch abgesprengt. All das fällt auf den Boden wieder. Normalerweise ist es ja öfter so, dass bei Starts von der Küste, zum Beispiel auch aus Französisch-Guyana, dass man da immer übers Meer fliegt und dann stürzt dann die gesamte, die überflüssigen Stufen einfach ins Meer. Das ist jetzt in diesem Falle nicht so bei diesem polaren Orbit. Man fliegt nach Norden von Baikonur aus, das geht also straight über Land. Also alles, was darunter fliegt, fliegt dann in die kasachische Steppe irgendwo. Das gab dann eben auch noch dieses Jahr, wir hatten es im Interview kurz gehört, das führte eben zu diesen Startverzögerungen, weil Kasachstan hatte das wohl zusammen mit Russland nicht in ihren Verträgen stehen, diese Art von Orbit. Und da gab es halt noch ein bisschen Streit, aber mit Geld lässt sich so einiges lösen. Aber schön ist es natürlich dennoch nicht, wenn da welche ausgebrannten Raketentreibstufen da einfach auf den Boden fallen. Und in einer Dokumentation konnte ich auch sehen, dass da regelrecht Jagd auch auf diese Teile gemacht wird, weil da durchaus teure Materialien verwendet sind, die man dann eben trennen kann und dann weiterverkaufen kann. Manche Leute haben da auch ihre Hütten draus gebaut. Es klingt verrückt, aber es ist definitiv so. Und in 2000 we developed in Pyrovskin this frigate first stage and we use it 31 times. So this one is the 30th. Ja, kurze Frage, wenn man den Start wieder als Aufzeichnung sehen kann. Also wir werden noch ein paar Minuten übertragen, auf jeden Fall. So lange
stage, bis die Oberstufe abgetrennt ist mit der Fregatte. Danach wird es nämlich ein bisschen dauern, nämlich über eine Stunde, bis der endgültige Orbit erreicht hat. Das